So, jetzt bin ich blind. Viele Leute sind sehr, sehr glücklich darüber, über diese Aktion. Und das kommt gut an, glaube ich. Für mich ist auch so, alle Sachen, die ich seit Jahren mache, mit einer gewissen Botschaft zu laufen. Und ich glaube, da ist mein Antrieb, etwas zu vermitteln zu wollen. Stelle ich mir vor, wie wäre es dauerhaft so zu sein und immer so zu leben mit geschlossenen, blinden Augen. Oder es gibt ja auch Menschen, die dann versuchen klarzukommen, das so annähernd ein bisschen so zu animieren. Und für 2 Stunden, wenn ich da mal, sage ich, mit geschlossenen Augen unterwegs bin, werde ich, stelle ich dann bei fest, beim Training auch, wie wichtig es ist, gesund zu sein. Ja, sowohl beim Training als auch beim eigentlichen Lauf geht es eigentlich ohne mich gar nicht. Wirklich, er würde entweder in die Weser fallen oder im Kreis laufen oder stolpern. Genau, wir sind ja an dem Band verbunden miteinander. Das Band an sich finde ich auch mit am wichtigsten. Er hatte zwar gesagt, dass auch die Stimme sehr wichtig ist. Ich sage ihm auch, da kommt ein Loch oder sonst was, aber das bringt ihm in dem Sinne ja nichts. Was fängt er jetzt mit der Information an, da kommt jetzt ein Loch. Also deshalb brauche ich dieses Band oder halt meinen Arm, meinen ganzen Körper eigentlich. Und dafür suche ich ihn dann entweder dran vorbeizulenken und ich laufe dann einfach über den Rasen, das merkt er gar nicht. Ich muss die Anweisungen quasi verinnerlichen und so ganz, ganz Vertrauen, viel Vertrauen aufbauen. Das sind so Schwierigkeiten, auch für meine Partner, glaube ich, wird es nicht so einfach werden, die mich da auf dem Weg hält und quasi mit ihren Anweisungen mich so voranführt, bei zigtausend Menschen gleichzeitig mitzulaufen. Also es ist schon eine Herausforderung. Zu Hause versuche ich mal ein bisschen zu animieren, so auf die Toilette blind zu gehen oder im Wohnzimmer ein bisschen zu gucken, wo ist die Küche und wo ist der Stuhl. Also schon sehr, sehr komplikativ, muss ich sagen. Ein bisschen habe ich mich daran gewöhnt, aber trotzdem wird die Herausforderung an dem Marathontag noch ein bisschen deutlich höher. Also am Anfang sieht es eben ein bisschen holprig aus, so die ersten Meter. Da läuft er wie so ein Storch irgendwie durchs Feld. Das legt sich dann nach den ersten paar Minuten. Also dann wird er auch, also er vertraut mir dann irgendwie und dann funktioniert das auch. Zuschauer sind top. Ich bin gespannt auf die Mitläufer. Also das ist vielleicht nochmal eine andere Herausforderung, dass sie uns nicht überrennen und wenn sie überholen wollen, weil sie es vielleicht gar nicht sehen, dass Emi nichts sieht und warum wir so nah nebeneinander laufen. Also das ist die größere Herausforderung und Fans, Zuschauer, ja klasse, die gehören dazu. Ne? Bremen ist gut drauf.